Findet ihr nicht auch? Und mit diesen wundervollen Aufnahmen heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute möchte ich mal über eine Rennserie sprechen, die vielleicht nicht immer unbedingt die spektakulärste war, aber dafür auf jeden Fall mit die interessanteste. Dieses Mal geht es um die Formel Easter. Formel Easter? Formel Easter! Die Formel Easter war eine Motorsportmeisterschaft in den Ländern des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe und galt als die Formel 1 des Ostens. Die Formel Easter war der Nachfolger der Formel B8, die als Ersatz für die damalige zu teuer gewordene und sich zu weit entwickelte Formel 3 ins Leben gerufen wurde. Neben der DDR traten auch andere Länder der sozialistischen Gemeinschaft an, darunter Polen, Bulgarien, Rumänien, die UdSSR und die CSSR. Dies liegt denn im Gesamtpaket einer osteuropäischen Meisterschaft. Das Reglement. Das Reglement umfasste formelfreie einsitzige Rennwagen mit 1,3 bis 1,6 Liter Vierzylindermotoren. Für die meist Eigenbaurennwagen durften damals nur Teile aus der Produktion des RGW verwendet werden, wo man relativ schnell festgestellt hat, dass eigentlich ausschließlich nur Ladermotoren benutzt wurden. Die Getriebe wurden anfangs vom Saporosch genommen, aber man hat dann relativ schnell festgestellt auch, dass die Getriebe vom 311er Wartburg, 312er Wartburg und 353er Wartburg so gut wie wirklich ideal gewesen waren. In den anderen Ländern griff man eher auf die Getriebe vom Skoda zu, vom Dacia zu und Zastava wurde sehr, sehr gerne benutzt. In der Anfangszeit war die Bereifung von der Firma Barum gewesen, die wirklich so knochenhart waren, dass sie teilweise über 2 bis 3 Rennsaisons gehalten haben. Jedoch dementsprechend schlecht war auch das Gripverhältnis. Ende der 80er Jahre kamen Reifen, Rennreifen aus sowjetischer Produktion dazu, die Dunlop-Lizenz hatten, um international konkurrenzfähiger zu sein. Also die Reifen waren wirklich viel zäher und weicher, um wirklich besser auf dem Asphalt zu kleben. Die Rennwagen. Rennwagen. In der DDR gab es seit den Eigenbaurennwagen der Nachkriegszeit unter anderem vom Paul Greif zu und den RWE Werksrennwagen aus Eisenach immer wieder erfolgreiche Eigenbauten von Leuten wie Heinz Melkus und Hartmut Tassler mit ihren Formel Junior und HTS-Rennern.
Demgegenüber standen die Rennwagen der Sozialistischen Entwicklungsgemeinschaft SEG. Der erfolgreichste unter denen sollte dann aber die gemeinsame Entwicklung von Uli Melkus und Hartmut Tassler werden. Sie entwickelten und bauten zusammen den SRG MT-77. Der MT-77 räumte von Anfang bis Mitte der 80er Jahre fast alles ab. Erst die Hightech-Renner von der sowjetischen Nationalmannschaft mit ihrem Estonia-Rennwagen beendeten den Siegeszug des MT-77. Die Entwicklung des Estonia-Renners wurde damals im großen Stil betrieben mit staatlicher Unterstützung und damals schon relativ exotische Teile verwendet, unter anderem Querlenker aus Titan und im Laderwerk eigens angefertigte Spezialteile, die wirklich nur noch rein optisch den Serienteil entsprachen. Auch die tschechoslowakischen MTX-Renner waren wirklich sehr gut und nicht zu unterschätzen. Aber auch sie sahen dann gegen Ende der Formel Easter-Zeit, die ja 1999 in die Formel Euro umgewandelt wurde und dann völlig international war, kein Land mehr. 1987 baute eine kleine Gruppe von Rennfahrern den WK82-88 nach dem Vorbild des Flügelautos unter dem damaligen Formel 1-Konstrukteur Willi Kausen. Der WK-Rennwagen wurde trotz vielversprechender Ansätze nie richtig zu Ende entwickelt und auch der Umbruch in Europa beendete eigentlich alle weiteren Bemühungen. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass unter den DDR-Teams direkt es keine Teamkonkurrenz gegeben hat, sondern eher eine Teamgemeinschaft, um gegen die UdSSR und die JSSR-Wagen anzukommen. Das bedeutet, dass quasi jedes DDR-Team aufeinander angewiesen war. Zum Beispiel baute ein Team die Rahmen für die Rennwagen, das andere Team kümmerte sich um die Motoren, das andere Team kümmerte sich um Fahrwerk und Reifen, das nächste Team um die Bremsen und so ging eine Hand ins andere und so hat man eigentlich die DDR-Leute, die DDR-Rennfahrer haben dann quasi so den Sport am Leben gehalten. Dadurch konnte es dann auch leider vorkommen, wenn ein Fahrer von einem Team einen richtig fetten Crash hatte, so dass der ganze Wagen eigentlich fast schon über war, konnte es wirklich passieren, dass er über mehrere Saisons ausfiel. Das müsste man sich heute mal in der Formel 1 vorstellen. Das wäre eine Katastrophe. Da stelle ich mir jetzt so richtig bei Hamilton vor, so Hamilton so mit 200 km/h, bang, voll irgendwo gegen eine Leitplanke, Auto total Schrott und Mercedes sagt, ja Hamilton, jetzt musst du erstmal 2 Jahre warten, weil wir haben keine Ersatzteile. Was für ein Gedanke. Die Rennstrecken. Zum Saisonanfang gab es das obligatorische Frühjahrstraining auf dem Schleizer Dreieck, bei dem auch die technische Jahresendabnahme aller Motorsportklassen der DDR durchgenommen wurde. Zu den Meisterschaftsläufen zählten sowohl Rundstreckenrennen als auch Bergrennen und dieses galt auch für alle Motorradsportklassen in der DDR. Strecken wie der Sachsenring oder auch das Schleizer Dreieck waren damals ganz normal befahrene Straßen und beim Sachsenring war es auch so krass, dass es ja wirklich direkt durch die Stadt ging und es wirklich keine Absperrung oder so gab. Das heißt, der Schutz der Zuschauer war wirklich sehr mangelhaft. Aber man fuhr und man sah immer wieder gerne zu. Und es ist auch wirklich erstaunlich, dass die ganzen Jahre lang wirklich nie was Ernsthaftes passiert ist. Zu den Rundstreckenrennen zählten damals der Sachsenring, das Schleizer Dreieck, das Frohburger Dreieck und natürlich auch die Rennstrecke in Oschersleben. Zu den Bergrennen gehörten damals die Kyffhäuser Bergrennen, zum Beispiel bei Nordhausen, bei Naumburg, das Bergrennen bei Friedrichsroda und so weiter. Es gab noch viele, viele mehr. Und das war auch wirklich sehr interessant. Ich kenne keine Formel-Rennsport-Serie, wo Bergrennen und Rundstreckenrennen wirklich in einer Saison zählten. Mitte der 80er Jahre gab es dann halt auch ein Konzept für eine permanente Rundkursrennstrecke für Brandenburg, aber dieses Konzept hat man dann zwecks mangelnder Finanzen relativ schnell wieder fallen lassen, aber dann später in den 90er Jahren wieder auferlebt und diese Strecke ist der heutige Senftenberger Lausitzring. Ich persönlich fand die Formel Easter Serie wirklich sehr, sehr interessant. Es gibt noch eine Serie, die nennt sich Heigo, da wird das alles wieder mal ein bisschen aufgelebt. Diese ganze Formel Ost Serie und auch die Trabant Tourenwagen zum Beispiel und so weiter hat aber eigentlich nur noch einen historischen Wert, also es gibt keine direkte Meisterschaft mehr, was eigentlich relativ schade ist. Aber dennoch für alle die sich für Formelsport interessieren, sollten mal einen Blick hineinwerfen, wie die Formel Easter war. Und für alle die mal wirklich genau sehen wollen, wie knapp es bei den damaligen alten Sachsenring, der heute so nicht mehr gefahren wird, es wirklich war, packe ich euch natürlich wieder mal einen Link unten in die Videobeschreibung mit rein.
Und das war's auch schon wieder zu diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Meinungen und Ansichten wieder mal wie unten in die Kommentarbox. Und wenn ihr mich abonnieren wollt, dann klickt dort. Oder wenn ihr ein weiteres Video von mir wollt, dann klickt dort. Also, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, Leute. Ciao.